und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Und zwar, ich bekomme ja mittlerweile immer mal wieder Bilder zugeschickt von euch, die meine Sachen nachgemalt haben. Und ich freue mich immer total wahnsinnig. Mittlerweile bekomme ich dann auch immer mal gern so die Frage, so warum sieht es bei mir so anders aus und was hast du noch für Tipps, was kann ich noch verändern? Und deswegen habe ich mich heute für dieses Video entschieden. Und zwar wird es meine 5 größten, sag ich mal, Anfängerprobleme, Schrägstrich, Schwierigkeiten, Schrägstrich, Fehler vielleicht auch, die ich hier einfach mal kurz ansprechen möchte, woran es einfach liegen kann, dass vielleicht bestimmte Watercolor-Ergebnisse nicht ganz so exakt aussehen wie, sag ich mal, bei geübteren Leuten, ja. Deswegen wird es nämlich auch nächste Woche eine kleine Watercolor Basic Challenge geben von mir. Und zwar in meiner Facebook-Gruppe. Und das werde ich auch auf Instagram bekannt geben. Also wenn ihr darauf Bock habt, dann kommt da gerne rein. Und dann seht ihr, was da los ist und abgeht und so. Aber wieder zurück zu unseren 5 größten Schwierigkeiten und Problemen im Watercolor. Und da steige ich direkt mal ein. So, Problemo Numero 1, was ich auch öfter sehe und die Frage bekomme ich so häufig, ist zum Thema Papier. Kann ich auch Zeichenkarton nehmen? Kann ich auch normales Papier verwenden? Kann ich auch? Nein. Also Aquarellpapier grundsätzlich hat eine bestimmte Oberflächenreibung und das sorgt einfach dafür, dass das Wasser nicht so schnell aufgenommen wird und dass das Wasser, sag ich mal, langsam einzieht zum einen, beziehungsweise zum anderen aber auch direkt an der Luft trocknen kann. Dadurch können wir auch wirklich Farbverläufe erschaffen. Ich habe jetzt mir hier mal Kopierpapier rausgesucht und ich zeige euch das mal ganz kurz wirklich mal 1:1 den Unterschied. Ob das geht oder nicht. Also das Problem ist einfach, ich verwende bei Aquarellfarbe wirklich viel Wasser. Und wenn ich jetzt hier mit meinem Pinsel die Farbe auftrage, die wasserhaltige Farbe, und möchte jetzt hier im Prinzip einen Farbverlauf erschaffen, indem ich hier mit meiner zweiten Farbe versuche reinzugehen, dann kann man das sehen, das funktioniert zwar, ja, also das geht, aber ihr könnt hier schon, vielleicht kann man das ein bisschen sehen, es wälzt sich schon extrem stark und es saugt sich einfach voll. Also das fühlt sich an wie so ein Taschentuch, was man auf einen umgekipptes Glas Wasser raufliegt. Ne? Also so fühlt sich das an. Das saugt sofort sich voll und ich kann hier nicht wirklich schön meine Verläufe hier, also ich kann hier gar nichts weiter machen. Und was man hier nämlich auch sieht, wenn man näher rangeht, das löst sich hier so auf. Also das wird dann, also diese Zellulosefasern, also ich glaube, das ist hier aus Zellulose, die weichen einfach auf. So, und im Vergleich nehme ich hier noch einmal sehr hochwertiges Aquarellpapier. Das ist ein Markenaquarellpapier. Und hier gebe ich auch einmal, huch, das war jetzt gar nicht so wasserhaltig hier, schön mit viel Wasser. Ich kann auch hier nur noch mal Wasser nachgeben. Und das zieht überhaupt nicht schnell ein. Ich gebe jetzt hier meinen Rotton auch noch einmal mit drauf. War auch ziemlich schlau von mir, also grün und rot, zwei Komplementärfarben, die einfach mal braun ergeben, wenn man sie vermischt. Genau, so könnt ihr das jetzt sehen und ich kann jetzt hier zum Beispiel mit meinem angefeuchteten Pinsel auch hier noch weiter arbeiten, einfach an meinem Farbverlauf noch. Ich kann die Farbe hier noch verteilen und ja. Genau, so funktioniert das einfach deutlich besser und hier im Unterschied, also ich zeige euch nochmal die Rückseite von diesem Papier hier, das saugt, also das drückt dann so durch und das wälzt sich hier total, ne? Also es ist wirklich einfach nicht zu gebrauchen und wie gesagt, das Papier löst sich auch einfach auf. Das passiert hier nicht bei diesem Papier, das ist jetzt hier noch ein bisschen feucht, ich versuche das mal so umzudrehen, da, ne? Wunderschön sieht die Rückseite aus. Es hat nichts durchgedrückt. Genau. Also das war Problem Nummer 1. Ein anderes Problem, was ich auch sehr häufig sehe, das sehe ich vor allem, muss ich sagen, in Workshops. Also da bekomme ich auch gar nicht so häufig die Frage oder so. Aber ich sehe das in Workshops ganz oft. Und zwar, dass die Leute sich nicht trauen, wirklich Wasser, viel Wasser für die Farbe zu verwenden. Also das sieht ganz häufig so aus. Also ich nehme jetzt hier mal so einen schmaleren Pinsel und gehe jetzt mal hier so meine Farbe rein. Und dann sieht das ganz häufig so hier aus, ja. Und relativ schnell ist die Farbe hier auch einfach trocken und ich kann sie hier nicht mehr wirklich auf mein Papier verteilen, ja. Ich benutze hier noch einmal mit dem Rot. Und die Farbe ist natürlich dann sehr schön kräftig, aber wie ihr sehen könnt, das verteilt sich einfach nicht so schön.
Und ich habe natürlich ganz einfach das Problem, dass dann bestimmte Farbverläufe, wie ich sie manchmal mache und wenn das dann jemand nachmachen möchte, das funktioniert dann einfach nicht so gut. Also ich habe jetzt hier mal, ich versuche jetzt hier mal so gelb reinzugeben und die Farbe verläuft überhaupt nicht. Ich mache den Kreis nochmal deutlich nasser und zeige es nochmal im Vergleich. Huch, jetzt hatte ich hier irgendeine Farbe mit dran. Komisch. Jetzt war hier noch irgendein Pigment ist jetzt hier, ist jetzt ein bisschen dunkler geworden. So, das ist jetzt so ungefähr die perfekte Wasser-Pigment-Mischung. Und nehme jetzt hier meinen Gelbton und gebe den hier rein. Und der verläuft hier deutlich besser. Ich nehme nochmal Braun. Und hier kann man das auch nochmal schön sehen bei dem Braunton. Da verläuft es ganz gut. Ja? Also wirklich auch ein häufiges Problem, zu wenig Wasser. Deswegen kann ich wirklich nur sagen, probiert euch aus, traut euch wirklich auch Wasser zu verwenden und verschiedene ja, Übungen auch einfach dazu zu machen. Ja, und eine Übung, die man dazu zum Beispiel machen kann, ist, die gibt es auch in meinem Kurs, dass ich halt mir ein Pigment nehme und ich verdünne das erst mit ganz viel Wasser, dann ist es so ganz transparent. Ja, ganz, ganz nass und ich werde dann einfach immer dunkler, bis ich dann sehr pigmentiert werde in der Farbe. Und dann ist hier zum Beispiel nur noch ganz wenig Wasser und ganz viel Farbe und also die Deckkraft von der Farbe ist dann einfach ganz stark. Und hier den Übergang, den kann ich im Prinzip noch mit viel mehr Stufen und Dimensionen ausarbeiten. Ja, also das ist immer eine super Übung, die man machen kann. Da muss man sich dann ein bisschen hinsetzen und die Basics machen, aber ich kann nur sagen, es lohnt sich und das geht dann einfach viel lockerer und viel leichter von der Hand. Dann gibt es natürlich auch das Problem von zu viel Wasser. Ja? Also ich habe zu viel Wasser verdünnt mit meinen Pigmenten und gebe einfach viel zu viel davon auf mein Objekt. Ich sag mal, ich nehme jetzt mal hier ein Quadrat. So. Und gehe immer noch rein mit schönen Farbe und Wasser. Und dann dauert es Ewigkeiten, bis es trocken ist, zum einen. Und zum anderen habe ich einfach das Problem, dass die Pigmente beim Trocknen dann zum Teil an den Rand gedrückt werden von meiner Fläche. Das heißt, ich habe dann einen sehr pigmentierten Rand, Trocknungsrand einfach um mein Objekt. Das kann natürlich, sage ich mal, ein Stilmittel sein, wenn man das haben möchte. Wenn das aber eher ungewollt passiert und man weiß gar nicht, woher das kommt, dann ist das natürlich nicht so schön. Deswegen so viel dazu. Und jetzt habe ich natürlich das Problem, ist meine Farbe auch zu nass? Und will ich jetzt nochmal mit einem anderen Grünton rein? Und der ist auch zu nass. Da passiert auch was ganz Tolles. Und zwar habe ich da nämlich dieses berühmte Pfützenbildung. Und die Farbe verläuft nicht wirklich, sondern sie schwimmt eher. Also die zweite Farbe schwimmt richtig auf der ersten Farbe. Und die Farbverläufe, die dann entstehen, die sind echt ein bisschen schwierig. Wir warten gleich nochmal, bis es trocken ist. Dann zeige ich euch das nochmal. Weil dann sieht man es wirklich erst, was man da, sage ich mal, fabriziert hat. Das sieht man so, wenn es nass ist, noch gar nicht so richtig. Und ich mache jetzt nochmal zum Vergleich mein Quadrat mit so, sage ich mal, der richtigen Menge an Farbe und Wasser. So, das ist ganz okay. Und jetzt ist wichtig bei der zweiten Farbe, wenn ich in meine erste Farbe reingehe, also zum einen darf die nicht zu nass, nicht zu trocken sein, zum anderen darf aber meine zweite Farbe nicht zu nass sein. Das ist das Allerwichtigste, wenn ich einen Farbverlauf machen möchte. Meine zweite Farbe darf nicht zu nass sein. Ja, also ich habe jetzt hier, ich nehme sie auch meistens fast direkt aus der Palette. Das ist immer für mich so das Sicherste, weil dann ist wirklich nicht zu viel Wasser mit dran und kann jetzt hier reingehen. Und hier sieht man das schön, sie verläuft ganz langsam. Das ist auch okay. Ja, ich kann hier dann noch so ein bisschen nachhelfen, wo ich sie auch immer hinhaben möchte, die Farbe.
aber sie schwimmt einfach nicht so wie hier. Und hier könnt ihr das nämlich schon sehen, hier hat sich das so ein bisschen aufgewobbelt, das Papier, ja, obwohl das ist das Qualitätspapier, das ist sehr hochwertig, es hat sich hier so ein bisschen aufgewobbelt und hier an den Seiten sammeln sich jetzt die Pigmente. Und hier auf dem bleibt es da. Ja, also die Farbe, der Farbverlauf, der verteilt sich nur ganz langsam, aber grundsätzlich bleibt er in der Ecke, wo ich es aufgetragen habe. Und hier, das geht total crazy ab hier auf diesem Quadrat, weil einfach viel zu viel Wasser verwendet wurde. Problem Nummer 4 ist übrigens zu viel Druck auf den Pinsel bzw. auf die Pinselspitze. Und ich sag mal, das ist immer so ein gutes Zeichen, wenn man schon so ein geübtes Händchen hat für Pinselführung und Farbe, weil dann werden die Striche nämlich ganz schön zart und man kann mit dem Pinsel ganz, ganz toll variieren. So, ich kann dicke und dünne Striche machen und noch dünner werden und wieder dick. Und das Problem ist, wenn ich gerade anfange, gerade mit Watercolor und mit Pinsel zu arbeiten, dann sehe ich ganz häufig, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, sage ich mal, so kleine Zweige oder so malen möchte und dann nicht so ganz die richtige Pinselgröße habe, beziehungsweise denke, auch mit Größe Pinsel 4 zum Beispiel wie hier, funktioniert das ganz gut, dass dann die ganze Pinselfläche genommen wird. Und dann zum Teil die Elemente, die Illustrationselemente einfach viel zu groß werden und einfach unschön aussehen, also einfach dann so viel zu klobig, sage ich mal. Dabei kann ich halt auch den gleichen Pinsel nehmen, also das ist jetzt hier zum Beispiel zu viel Druck, ja. Und das Problem habe ich zum Beispiel auch, wenn ich jetzt Blätter male. Und so zum Beispiel, hier sieht man das, wenn hier so der Strich ist, der ist meistens zu dick. Und dann hier oben bekomme ich auch keine richtige Blattspitze hin. Ja? Die Lösung des Problems ist tatsächlich, mit dem Pinsel wirklich zu üben, die Spitze und mit nur ganz wenig Druck zu arbeiten. Schiebt es nochmal hoch, dann könnt ihr das natürlich auch besser sehen. Also beim Blatt ist es jetzt zum Beispiel eher, dass ich hier nur wirklich die Pinselspitze nehme, dann drücke ich auf und ziehe hier wirklich bis zu einer Spitze hoch, drücke auf und ziehe hier meine Spitze hoch. Und das sieht natürlich schon ganz anders aus. Ich kann hier noch ein bisschen nachgehen. Und das gleiche im Prinzip jetzt auch hier mit meinem Zweig. Ich kann dann hier viel feiner arbeiten und viel dünnere und kleinere, zartere Striche machen. Ja, also das wirklich auch nochmal so als kleinen Tipp, wirklich die Pinselführung üben und auch jetzt nicht nur mit dem Pinsel, mit der Pinselspitze zu arbeiten, sondern auch wirklich, wie ich es auch hier gemacht habe, dick, dünn, dick, dünn, so wie es einige auch vom Lettern kennen, wirklich die Variation auch mit dem Pinsel hinzubekommen. Ja, mal einen dicken Strich, mal einen dünnen Strich. Ja, das kann man einfach so ein bisschen mit den Pinsel Basics kann man das einfach üben und sollte man auch tun. Ja, dann sind wir schon beim letzten Problem angelangt und zwar das fünfte Problem ist nämlich, dass generell einfach irgendwie, sage ich mal, ein ungünstiger Pinsel oder ein falscher Pinsel, also in Anführungsstrichen falscher Pinsel verwendet wird. Es gibt ja nicht so wirklich richtig oder falsch, aber es ist halt so, dass man bestimmte Sachen, die man malen möchte, dann auch so eher einen idealen und geeigneten Pinsel auch verwenden sollte, weil ansonsten kann es auch einfach, sage ich mal, zu unschön Vorkommnissen kommen. Und ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich einen großen Farbverlauf oder beziehungsweise eine Lasur machen möchte. Das heißt, ich möchte mein Blatt einmal schön mit einer Farbe einstreichen, um dann zum Beispiel einen Farbverlauf zu machen oder einen Hintergrund oder den Himmel zu malen oder sonst irgendwas. Dann ist es auch manchmal so, dass einige einen zu kleinen Pinsel verwenden dafür, ja. Also sie haben eine zu große Fläche und einen zu kleinen Pinsel und wollen aber die Fläche gleichmäßig malen. Ja, also Problem ist, ich mal nicht lange quatschen, sondern gleich mal vorzeigen. So, ich nehme jetzt hier mal meine Farbe und streiche jetzt hier wirklich, versuche hier meine große Fläche und gebe hier auch noch immer Wasser dazu. Und versuche hier einfach noch größer zu arbeiten. Ich möchte noch viel größer meine Fläche hinbekommen. Und gebe immer wieder Farbe, immer wieder Wasser rauf, immer wieder auf die gleiche Fläche.
Und dass es einfach zu oft ansetzen. Also ich setze damit einfach viel zu oft an und kann damit fast gar keine gleichmäßige Fläche hinbekommen. Es ist einfach so, dass die Farbe zum Teil einfach auch zu schnell antrocknet, dass sie dann einfach viel zu ungleichmäßig trocknet. Und ich habe dann super schnell auch Pfützen und man kann das hier auch sehen, ne? Also ich habe hier hellere Bereiche, ich habe hier dunklere Bereiche und ich bin einfach so damit beschäftigt, die Pigmente hier ganz gleichmäßig zu verteilen mit dieser kleinen Pinselspitze. Also um wirklich hier einen komplett gleichmäßigen Farbverlauf zu erschaffen, ist einfach total schwer. Ja, deswegen ist hier einfach wichtig, man kann natürlich dann hier, sage ich mal, einen großen Rundpinsel nehmen, man kann aber auch zum Beispiel dann hier so einen Flachpinsel benutzen. Und das geht dann schon deutlich besser. Und kann einfach super schnell meine Fläche ganz, ganz gleichmäßig einstreichen. Dafür sind einfach auch diese Flachpinsel, nicht die Rundpinsel, die Flachpinsel, die sind auch einfach dafür gemacht. Ne? Dafür funktionieren die einfach viel besser. Es ist viel gleichmäßiger und damit erzielt man dann, sage ich mal, auch das Ergebnis, wenn man das einfach haben möchte, eine gleichmäßige Fläche, als eher hier sowas Ungleichmäßiges. Wenn man eher so ein Ungleichmäßiges haben möchte, dann solltet ihr halt wirklich dafür einen kleinen Pinsel verwenden. Aber wenn es groß und gleichmäßig, hier sieht man das ganz toll, den Unterschied, wenn es groß und gleichmäßig sein soll, dann wirklich Flachpinsel oder einen großen Rundpinsel verwenden. Und ja, also einfach generell, auch wenn ihr hier eher so kleine Illustrationen macht, wie hier mit dem, könnt ihr natürlich mit der Pinselspitze arbeiten, aber auch generell einfach mit viel kleineren Pinseln. Und wenn es große Objekte werden, dann einfach auch wirklich große Pinsel verwenden. Und da muss man sich aber auch einfach ein bisschen ausprobieren, ein bisschen die Erfahrung selbst sammeln. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen und ihr seid fleißig am Üben. Wie gesagt, ich sehe das immer wieder und deswegen gibt es von mir nämlich nächste Woche auch eine Watercolor Basic Challenge. Die wird 4 Wochen lang gehen und es gibt jede Woche, sage ich mal, eine Übung, die halt durchgemacht werden soll. Also entweder ihr macht die Übung nur einmal in der Woche, ihr könnt die aber auch mehrmals hintereinander machen. Aber wie gesagt, mehr Informationen gibt es in meiner Facebook-Gruppe beziehungsweise auf meinem Instagram-Kanal. Und genau, wer mitmachen möchte, der steigt einfach ein. Und es soll einfach nur generell darum gehen, dass wir gemeinsam einfach viel mehr auch, sage ich mal, die Basics üben. Und wie ihr jetzt gesehen habt, kann man auch bei den Basics einfach ein paar Sachen ja auch einfach falsch machen und dann kommt man vielleicht auch einfach gar nicht zu dem Ergebnis, das man dann haben möchte oder das man bei anderen vielleicht sieht. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine ganz, ganz tolle Zeit und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Tschüss!